Leute, ich kann nicht mehr. Ich habe heute schon, ich habe so viel erledigt, ja, das glaubt mir kein Mensch. Also ich habe das Wohnzimmer, gesaugt, ich habe die Küche geputzt, ich habe den gelben Sack aus dem Eimer rausgezogen, sehr unangenehm, weil er unten aufgeplatzt war. Ich habe die Speisekammer ausgeräumt, ich habe die Regale ausgeputzt, wieder eingeräumt, nochmal ausgesaugt, Spülmaschine eingeräumt, ausgeräumt, das kann ich einfach. Ich habe alle Schränke im Flur abgewaschen, die Türen abgeschraubt, Einlegeböden raus, rein, die Sofakissen, alle an die Luft, richtig durchgeprügelt. Ich war im Arbeitszimmer. Ich habe den Schreibtisch aufgeräumt, alle überflüssigen Papiere abfotografiert, digitalisiert, vertikutiert, weggeschmissen. Ich habe meinen Computer sauber gemacht, Monitor mit Glasreiniger, Festplatte raus, einmal die Spülmaschine, Klarspüler wieder eingesetzt, dann bin ich ins Schlafzimmer. Ich habe alle Betten abgedeckt. Ich habe die Bettbezüge runter, dann die Matratzen mit dem Teppichklopfer. Ich habe die Matratze runtergeschält, die einzelnen Teilbezüge bei 800 Grad durchgewaschen, die bösen Bettmilben. Hilfe! Ah! Und jetzt kommt's. Ich habe sämtliche schwarzen Strümpfe, die ich jemals gekauft habe, vor dem Schrank aufgebreitet, ausgebreitet natürlich, und die Originalpärchen wieder zusammengefügt. Eigentlich eine Aufgabe, die ich mir für die Rente aufgehoben hatte. Ich hatte schon erzählt, dass ich die Terrasse geschrubbt und gekerchert habe. Leute, ich war sogar heute dreimal online mit dem Hund. Ja, ich kann auch analog die Straße kehren. Unsere Seite habe ich gekehrt, die andere Seite habe ich gekehrt, die ganze Straße vor und zurück gekehrt. Ich habe die Gullideckel rausgenommen, geputzt, eingefettet, wieder eingesetzt. Ich habe geschwitzt. Also habe ich geduscht, Schlafanzug vor den Fernseher, ja, Serien geguckt, Mediathek, ARD, ZDF, Netflix, Amazon, zap, stream, bis der Arzt kommt. Mensch, ich werde immer fetter, weil wir jeden Abend ab 19 Uhr 14 Flaschen Wein, Schokolade oben drauf, Käse schließt den Magen. Was meinen Sie, wie schlecht ich schlafe mit dem ganzen Bauch? Hä? Wenn ich jetzt, dass das nicht bald vorbei ist mit dem ganzen, wenn die das nicht bald mit dem Griff haben, mal mit dieser scheiß Corona-Krise, dann räume ich auch noch einen Keller auf.